Ich muss jetzt anhand des Ohres erraten, welcher YouTuber das ist. Hallo, mein Name ist Luca und ich darf euch heute hier ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer Folge von Erkennst du diesen YouTuber? Warum zu einer Folge? Das ist ja keine Serie hier. Auf jeden Fall seht ihr ja hier vorne schon ein Screen eingeblendet und jetzt müssen wir sagen, welcher YouTuber das ist. Das ist ja ganz easy. Wir können jetzt einfach auf irgendeine Stelle hier draufklicken. Ich klicke jetzt einfach mal direkt in die Mitte und ich würde sagen, das ist der Minecraft-Skin von Paluten. Ohne jetzt irgendwie mehr davon freilegen zu wollen, lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ja. 10 Coins habe ich jetzt bekommen. Ein paar Sekunden später. Ja, geil. Kein Netz. Kein Problem. Das hier ist der nächste YouTuber. Anhand der Buchstaben unten kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wer das sein könnte. Allerdings klicke ich jetzt mal einfach hier drauf. Das ist PietSmiet. Oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf alle hier drauf... Yo. Ja, das ist PietSmiet. P-I-E-T-S-M-I-E-T. So, PietSmiet. So, fortfahren. Machen wir das nächste. Anhand der Buchstaben kann ich es wieder nicht erraten. Allerdings German Let's Play. Ist das easy oder bin ich geil? German Let's Play, auch richtig. Jeder Buchstabe war drin. Dann klicken wir jetzt mal hier drauf. Das ist Domtendo, meine ich, soweit ich das richtig erraten kann. Wir können uns ja selbst an die Challenge stellen, dass ich das anhand eines ersten aufgedeckten Bildes erraten muss. Domtendo hier natürlich auch richtig. Bitte gib uns eine Bewertung, bitte später. Wir klicken mal auf Fortfahren. Oh mein Gott, dieser schon wieder. Hör deine Songs, egal wo du bist. Mensch, Freunde, das hier ist kein Werbevideo für dieser. Aber oh mein Gott! Wie vorhin gesagt, haben wir jetzt gerade die Challenge hier am Laufen, dass ich nur ein Kärtchen auf decken darf. Also ich klicke jetzt einfach mal direkt in die Mitte und würde sagen, dass das Gronkh ist, weil das ja auch sein Skin oder sein, also halt er selbst quasi nachgestellt ist in Comics gezeichnet. Genau, Gronkh, fortfahren. Das nächste würde ich sagen, das Dagi B. Genau, fortfahren. Das nächste, ich versuche es jetzt mal nur anhand der Buchstaben hier ausfindig zu machen. Also wir sehen erst 6 Buchstaben und dann 3 Buchstaben. Ey, ich errate das sogar, ohne dass ich irgendwas aufdecke. Oh mein Gott, dieser, I love you! Hier würde ich sagen Simon Desue, weil 2x5 Buchstaben und die Wörter verraten das auch schon so ein bisschen. Also Simon Desue, genau, fortfahren. Dann haben wir hier 6 Buchstaben da. Was könnte man denn, boah. Y Titty. Gott, ist die App leicht! Wir ändern die Challenge um, Freunde. Ich muss den YouTuber erraten, ohne ein einziges Bild. Also hier ist es jetzt relativ schwierig anhand der Buchstaben. Wir sind ja auch schon im Level 10 jetzt angekommen. Ich klicke jetzt trotzdem mal auf die Mitte, damit ich weiß, wer das ist. Und ich glaube... Ah, LeFloid ist das. Okay, LeFloid. Ich weiß nicht, ob man für jedes aufgedeckte Dings irgendwie was bezahlen muss oder so, weil irgendwie... Oder kann man nur eine gewisse Anzahl aufdecken? Nee, man kann theoretisch, man kann... Ja. So viel kann man aufdecken. Hier ist es ebenfalls relativ schwierig und zwar mit 7 Buchstaben. Ich klicke jetzt mal einfach in die Mitte. Das ist, wie heißt denn sein YouTube-Kanal nochmal? Julienko. Genau, den haben wir hier. Klicken wir auf Fortfahren, klicke ich auch mal wieder direkt in die Mitte. Das ist, boah, komm, noch ein. Ah! Iblali? Also ja, es kommt hin mit den Buchstaben und allen und das ist jetzt auch richtig, aber ich wusste nicht, dass das... Victors YouTube-Bild ist. Wir klicken hier jetzt mal einfach oben rechts hin. Da kann ich es noch nicht erraten. Unten rechts kann ich es auch noch nicht erraten. Unten links auch nicht. Oben links auch nicht. Und direkt in die Mitte. Saraza. Boah. Ey, das wird ein bisschen schwieriger hier schon. Oh mein Gott, ey, ich liebe diese App. Zum Glück haben die dafür noch keinmal Werbung gemacht. Auch geil, da gehe ich hier wieder in die App rein, dann ist hier direkt die nächste Werbung für irgendein anderes Spiel, wo eine Hand gerade versucht, Linien zu verbinden. Also One Line, geiles Spiel, ey, super. Klicke ich jetzt hier drauf. Wow, ich klicke aufs Kreuz und komme trotzdem in den App Store. Ich klicke jetzt einfach wieder straight in die Mitte. Jetzt hier ist es Emra. Dann machen wir natürlich E-M-R-A-H. Ist auch richtig, fortfahren. Freunde, ab jetzt... Darf ich nur noch ein Kärtchen aufdecken und wenn ich mehr aufdecken muss, habe ich jetzt verloren und das Video ist vorbei. Also anhand der Buchstaben kann ich es hier nicht so wirklich erraten. Ich klicke jetzt nicht direkt in die Mitte, sondern hier hin und ich muss jetzt anhand des Ohres erraten, welcher YouTuber das ist. Ich würde sagen Apo, also A, dann haben wir hier vorne das P-O-R-E-D, genau, ist richtig, fortfahren, dann, wow, eine Amazon-Werbung. Das hier ist der nächste YouTuber, wir haben 9 Buchstaben, ich klicke jetzt hier erstmal direkt, das errate ich nicht. Wie soll ich?
Obwohl, ist das vielleicht eine Brille? Ich hatte gerade kurz überlegt, dass es Casey Neistat ist mit der Brille, aber Freunde, ich würde sagen, an der Stelle kann ich nicht weiterraten. Ich mache jetzt mal hier drumherum. Ja, es ist Revi. Aber ich hab's nicht hingekriegt. Das war's jetzt allerdings hier auch von dem Video, meine meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat und ihr eventuell solche YouTuber erraten, Quizzes, Apps öfter auf meinem Kanal sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Like da. Ich war gar nicht drin. Yeah, hunting summer bed, sexing with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real.